Euer Umfeld entscheidet eure Position. Und wenn euer Umfeld in der Position so weit unten ist, unten in Relation gesehen, wenn man nichts erreichen will in seinem Leben und den ganzen Tag zocken will, soll man das ruhig machen, das ist in Ordnung. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute geht es wieder in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja, viele von euch haben das Thema vielleicht schon mal so irgendwo angeschnitten gehört oder vielleicht auch schon in einem älteren Video von mir gesehen. Und zwar geht es heute darum, dass das Umfeld von euch bestimmt. Das heißt, die nächsten fünf Leute, nicht mal unbedingt Freunde, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt, deswegen sind es meistens die Freunde, bestimmen euch. Denkt euch mal drüber nach. Legt euch mal hin oder setzt euch mal hin, macht eure Augen zu und denkt jetzt mal drüber nach, was sind die fünf nächsten Leute aus deinem Umfeld? Das ist wahrscheinlich dein bester Freund, deine beste Freundin. Das sind noch Leute aus eurer Clique und mit denen verbringt ihr am meisten Zeit. Und jetzt guckt euch mal an, wie ihr seid und guckt euch mal an, wie die sind. Und ich verspreche euch, mit den nächsten fünf Leuten aus eurem Umfeld, ihr werdet mindestens eine Sache gemeinsam haben, wenn nicht sogar zwei oder drei. Und jetzt denkt ihr nochmal darüber nach, welche Gemeinsamkeit habt ihr? Was habt ihr von dieser Person? Was gibt euch diese Person? Ist das eine Person, mit der ihr den ganzen Tag zockt? Ist das eine Person, mit der ihr ins Gym geht? Ist das eine Person, mit der ihr über Finanzen und Geld redet und sehr gut reden könnt? Ist das eine Person, mit der ihr euch einen reinkifft? Ist es eine Person, mit der ihr zweimal am Wochenende saufen geht? Und da seht ihr schon, was ich euch eventuell sagen möchte. Ihr seid der Mittelpunkt aus den fünf nächsten Leuten in eurer Umgebung, beziehungsweise mit denen ihr am meisten Zeit verbringt. Schön. Was bringt mir das jetzt? Ganz einfach. Wenn ihr was erreichen wollt, egal ob im Bereich Fitness, im Bereich Finanzen, im Bereich Persönlichkeit, in welchem Bereich auch immer, wenn diese Leute, die in eurem Umfeld sind, nicht dem entsprechen, was ihr werden wollt, was ihr sein wollt, dann tut es mir leid, das sagen zu müssen, aber dann sind das nicht die richtigen Leute für euer Umfeld. Weil es ist selbstverständlich, dass die Leute aus eurem Umfeld euer Leben bestimmen. Das ist auch nichts, was schlecht ist, das ist auch nichts, was schlimm ist. Das Ding ist nur, wir sehen, ob sie uns positiv oder negativ beeinflussen. Und ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich 6 Stunden am Tag mit einem Kumpel zocke, dann ist das keine positive Beeinflussung, die in meinem zukünftigen Leben mich weiterbringen wird. Natürlich ist es cool, mit dem Kollegen zu zocken. Soll man auch weitermachen. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich Sinn macht, 6 Stunden am Tag mit dem Kerl zu verbringen. Das ist auch nicht böse gemeint. Ihr sollt auch nicht alle eure Freunde abstoßen. Aber bei mir persönlich war es beispielsweise so, dass ich mein damaliger Freundeskreis, ich sag euch, wie es war. Ich war in der 5. Klasse ein halbes Jahr lang auf dem Gymnasium. Da habe ich ein paar Freunde kennengelernt, die waren gut drauf, die hatten auch ein bisschen Spaß am Leben und die wollten auch mehr. Die waren nicht auf dem Gymnasium, weil Mama schickt die dahin, zumindest nicht alle, sondern die waren auch auf dem Gymnasium, weil die ein bisschen Köpfchen hatten, ein bisschen was erreichen wollen. Grüße an meine Freunde. So, was war dann? Dann bin ich auf die Realschule gewechselt. Da habe ich auch viele Freunde gehabt. Da habe ich aber Freunde gehabt in einem komplett anderen Freundeskreis. Ich habe mir diesen Freundeskreis die nächsten 4,5 Jahre bis zur 10. Klasse verbracht. Was habe ich aber in diesen 4,5 Jahren gelernt? Ich habe gelernt und gemerkt, Moment mal, mein Freundeskreis vom Gymnasium, die waren körperlich und geistig, nicht körperlich, die waren geistig weiter in dem Sinne, dass ich geistig auch weiter sein möchte, so wie die. Dann habe ich mir die Leute angeguckt, die jetzt momentan in meinem nächsten Umfeld sind, weil wenn ich 6 bis 8 Stunden mit denen in der Schule sitze, verbringe ich meistens mit denen am meisten Zeit. Habe ich mir geguckt, was machen die? Okay, die kiffen den ganzen Tag. Viele Leute haben den ganzen Tag gekifft, gerade zur 9. und 10. Klasse hin. Die chillen ihr Leben, die sind nur am Zocken. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich mir überlegt, ist es wirklich wert, eine Freundschaft mit solchen Leuten aufzuhalten, die mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung zurückhalten? Und natürlich, ich verspreche euch, ich habe damals mit 15, 16 wahrscheinlich über das Wort Persönlichkeitsentwicklung nicht mal nachgedacht. Aber es ging mir um das Prinzip. Ich habe gemerkt, dass mein Umfeld mich negativ beeinflusst. Und aus diesem Grund sind heute meine besten Freunde, sind die Freunde, mit denen ich damals keine 6 Monate lang zusammen war, obwohl ich danach noch 4,5 Jahre in einer komplett anderen Klasse war, 2 Jahre lang meine Fachhochschule gemacht habe, dann noch ein halbes Jahr in Australien war und. Und trotzdem sind das immer noch meine besten Freunde, weil ich weiß, was diese Leute wollen. Genauso ist es jetzt in meiner Ausbildung. Ich mache eine Ausbildung mit 33 Leuten. Ich verstehe mich wirklich mit jedem. Ich habe mit keinem Stress. Natürlich hat man ein paar Leute, mit denen man sagt, okay, mit dem würde ich nicht unbedingt Samstagabend weggehen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die man merkt, die wollen ein bisschen was schaffen.
So, welche Leute habe ich jetzt in meinem Umfeld? Klar, ich könnte jetzt hier den ganzen Tag chillen, weil dann fühle ich mich bestätigt. Das Ding ist, ihr seid jetzt in eurem Freundeskreis und ihr seid jetzt so wie ich und wollt ein bisschen mehr. So, dann seid ihr zu Hause und denkt so, okay, was mache ich jetzt? Okay, ich will was für mich machen, ich lese eine halbe Stunde. Dann lest ihr eine halbe Stunde ein Buch, den Rest des Tages zockt ihr. Was sagt ihr euch dann abends im Bett? Okay, ich habe eine halbe Stunde gelesen, 6 Stunden gezockt. Eigentlich nicht so eine gute Bilanz, aber wenn ich mir meine Freunde angucke, habe ich mehr gemacht als die. Bringt euch das was? Nö. Wenn ihr jetzt aber Freunde habt, die zocken 2 Stunden am Tag und lesen 4 Stunden, doof gesagt, dann liegt ihr abends im Bett und denkt so, okay, ich habe jetzt 4 Stunden gelesen und 2 Stunden gezockt. Wie könnte ich das Ganze noch optimieren? Klar, ich könnte noch ein bisschen länger lesen, dann habe ich ein bisschen mehr geschafft als die. Ihr merkt hoffentlich, was ich euch sagen möchte. Euer Umfeld entscheidet eure Position. Und wenn euer Umfeld in der Position so weit unten ist und in Relation gesehen, wenn man nichts erreichen will in seinem Leben und den ganzen Tag zocken will, soll man das ruhig machen. Das ist in Ordnung. Das Ding ist, es geht um euch. Ihr müsst wissen, was ihr wollt. Und das Ding ist, ihr vergleicht euch natürlich immer mit den nächsten 5 Leuten, weil warum solltet ihr euch mit einem vergleichen, den ihr irgendwo auf der Straße seht, irgendein Akademiker, der den ganzen Tag mit einem Block unterm Arm und einem Stift durch die Gegend läuft und irgendwelche Architekturen in Bremen oder in der Umgebung bewertet. Natürlich rechnet ihr euch nicht an solchen Leuten, sondern an den Leuten in eurer Umgebung. Und ihr müsst die Leute in eurer Umgebung anpassen, wenn ihr mehr erreichen wollt. Weil natürlich fühlt ihr euch immer selbst mehr bestätigt. Wenn ihr nur Freunde habt, die gehen nie zum Sport und ihr geht einmal die Woche zum Sport, dann denkt ihr, okay, ich mache mehr als die, das reicht. Aber es reicht nicht. Wenn ihr wirklich mehr wollt, dann sucht euch Leute, die 3-mal, 4-mal die Woche ins Gym gehen. Und dann werdet ihr merken, ey, der geht 3-4-mal die Woche ins Gym, das schaffe ich doch auch. So. Und das ist eigentlich mein Appell, den ich euch geben möchte. Schaut ein bisschen auf euer Umfeld. Schaut auf die Leute, die euch wirklich negativ beeinflussen. Und versucht mit den Leuten den Kontakt zu mindern. Ihr sollt nicht den Kontakt abbrechen. Ich habe auch aus der 5. Klasse, ich sage jetzt den Namen Till, einer meiner besten Freunde seit Kindergartenzeit. Mit dem bin ich auch noch befreundet. Das Ding ist nur, ob man jetzt mit dem ganzen Freundeskreis befreundet sein muss oder ob es reicht, vielleicht sich nur 1 oder 2 Freunde zu behalten, die wirklich wahre Freunde sind, mit denen man befreundet ist, egal was die für eine Zeit durchmachen, egal was du für eine Zeit durchmachst, man findet sich einfach immer wieder zusammen, das ist auch in Ordnung. Und man muss auch nicht jeden Tag dann aufeinander hocken. Man kann sich einfach die Zeit so einteilen, dass man wirklich die Zeit mit Leuten verbringt, die Ähnliches oder Gleiches erreichen wollen wie man selber, weil man sich dann gegenseitig motiviert. So, das war heute zum Thema Motivation und Umfeld. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne ein kostenloses Abonnement da lassen. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Videos hier auf YouTube. Verbringt nicht zu viel Zeit. Hier ist echt viel Bullshit. Macht wieder was Sinnvolles. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute, euer Robin HD-Kanal.